Der Chef der deutschen Polizeigewerkschaft hat ein härteres Vorgehen gegen Klimaaktivisten der letzten Generation gefordert. Ganz nach bayerischem Vorbild sollen potenzielle Straftäter ganze 30 Tage in Gewahrsam genommen werden können. Statt 48 Stunden, wie aktuell in den meisten Bundesländern. Wir werden die Situation erst in den Griff bekommen, wenn die Strafen härter werden, so der Vorsitzende Rainer Wendt.